Der Nakamoto-Konsens ist eine Regel in vielen Blockchains, die es den Knoten ermöglicht, den Zustand des Ledger dezentral voranzutreiben. Bei jedem neuen Block von Transaktionen wird der Knoten, der ein kryptografisches Rätsel am schnellsten lösen kann, zum Anführer und darf den nächsten Block hinzufügen. Die Wahrscheinlichkeit, dieses Rätsel zu lösen, ist proportional zu der investierten Leistung. Dieses Konsensmodell wird als Proof of Work bezeichnet. Bei Protokollen, die auf dem Proof of Stake basieren, werden die Anführer auf der Grundlage ihres eingesetzten Kapitals ausgewählt. Beide Konsensmodelle haben drei Hauptprobleme. Die Anführer müssen belohnt werden, was zu hohen Gebühren oder Inflation führt. Anführer können sich mit ihrer Transaktion an die Spitze der Warteschlange schleichen, um selbst davon zu profitieren. Es kann immer nur ein Anführer einen Block hinzufügen, wodurch der Transaktionsdurchsatz begrenzt wird. Die Lösung ist die Einführung des IOTA 2.0-Konsens ohne Anführer, der Nakamoto-Konsens. Dieses Konsensmodell stützt sich auf die Zusammenarbeit eines Komitees von Validierungsknoten. Es basiert auf drei Hauptmechanismen. Blöcke können parallel von jedem Knoten hinzugefügt und validiert werden. Jeder Validator hat eine bestimmte Stimmkraft, die sich aus dem Einsatz und der Delegation ergibt. Im Falle einer Doppelausgabe gewinnt die Transaktion mit dem höheren Stimmgewicht. In IOTAs führerlosem Nakamoto-Konsens wird also der Proof of Work durch den delegierten Proof of Stake ersetzt. Dadurch wird das Netzwerk schneller, gerechter, skalierbarer und energieeffizienter.